So, liebe Leute, ich bin aus Ingolstadt jetzt am vierten Tag früh raus. Ich habe Bettenasyl bekommen. Matthias, Dankeschön. Hab richtig gut geschlafen. Im Gegensatz zu sonst sogar durchgeschlafen. Und jetzt geht's los Richtung Isar im Grunde. Ich weiß nicht, wie weit ich komme. Landshut wäre natürlich toll. Regenschauer hat mich noch erwischt gehabt, aber jetzt ist vorbei, Gott sei Dank. Hey, was eine Stimmung hier. Ich habe jetzt meinen ersten leichten Anstieg heute und das kommt total gut. So, meinen dritten Anstieg geschafft. Ich bin jetzt auf dem Hochplateau hier im Landkreis Freising und jetzt habe ich nur drei so kleine Buckel mit jeweils 40 Höhenmeter. Aber ich freue mich total. Der Rest des Tages geht's dann mehr oder weniger bergab. Wunderbarer Tag heute. Wir haben es inzwischen 11 Grad und auch wenn ich ganze Zeit immer Rückenwind hatte und jetzt nur hier so ein kurzes Stück Schotter schieben muss, ich bin so froh, dass der Gegenwind mit Kälte vorbei ist. Es ist 13:08 Uhr. Ach, guck mal, eine Pfütze. Da habe ich eine Pfütze hinter mir. Und ich bin in Landshut. Wer hätte das gedacht? Noch ein Landshut entlang der großen Isar. Ich fahre den Isar-Radweg. Der ist sehr schwer zu befahren. Mir kommt es vor, als ob ich im Tiefschnee fahre. Aber Gott sei Dank, das Wetter ist gut. Ich komme hier mit 7 km/h in der Stunde voran. Hab meine Entscheidung befestigt. Ab hier gibt es die Möglichkeit, an einer parallelen Straße zu fahren. Ich glaube, die Entscheidung war richtig. Hier komme ich doch etwas besser voran als da unten im Matsch. So stark, das Gepäck ist so heftig. Ich wollte gerade ansetzen, was zu sagen, aber egal. Ich schiebe jetzt hier ein bisschen, aber das müsste der letzte Buckel dann sein für heute. Ja, auf jeden Fall bin ich froh, dass ich diese Radtour machen kann. Es macht einfach viel Spaß. Ich habe gleich 8 Stunden Tagesetappe hinter mir. Vielleicht mache ich noch die 9. drauf. Dann brauche ich halt morgen weniger machen.
das macht die Komoot Navi App eigentlich ganz gut. Da ist der Isar-Radweg und hier parallel ist eine wenig befahrene Straße, dass sie dann diese Straße auswählt. Das macht schon Spaß.